Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gefühlt den letzten gerade erst beendet. Nicht nur gefühlt, ist auch so. Aber jetzt starte ich den neuen. Boah, dieser Pulli ist riesig. Heute geht es nach L.A. Und du bist einfach um 4:30 nachts am Pizza essen. Ich bin auch gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe Hunger. Und ich mache eigentlich nur Frustfressen, weil du mich verlässt. Nichts anderes ist das gerade. Fabio kommt mich jetzt mit zum Flughafen. Mann, er ist süß. Ja, ich bin süß. Ah. In 12 Tagen kriegst du keine Süßigkeit mehr von mir. Na, keine Süßigkeit. Nicht. Okay, so, wir machen uns auf den Weg. Wow, ich sehe ja echt. Ja, was geht ab? Nein, ich hab schon den Wurf. Ach so. Bekommen. Zu Hause noch. Ich habe meine Haare nicht mehr gefärbt. Oh, das riecht voll krass nach Pfefferminz. Lecker. Sieht man aber nicht. Ich habe mir so ein Kamillenspray gemacht. Habe ich bei YouTube gesehen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Kamillentee kochen, abkühlen lassen und ziehen lassen. Jetzt habe ich das in so einer Sprühflasche. Das zieht die Farbe raus. Ja, Milch? In Kombination mit Sonne. Okay. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich glaube, Zitrone soll auch sowas machen. Aber es greift die Haare auch krass an. Ich bin mal gespannt, ich werde berichten. Krass. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Flughafen in Düsseldorf und fliegen gleich nach London. Erstmal. Da bleiben wir dann auch. 4 Stunden. Und dann geht's weiter. Hoffentlich. Also ich habe schon verraten in dem Vlog von vorher, dass wir nach L.A. fliegen, die erste Station. Ja. Also. Erstmal brauchen wir noch unsere Bordkarte. Ja. Also wir haben vor, nach L.A. zu fliegen, sagen wir es so. Hoffen wir, dass das alles klappt. Gut ist es auf jeden Fall. Ja. Nummer 1 von 3 Stationen. Bitte, wir bitten alle Passagiere der verspäteten Small Planet Maschine. Doors must be switched off and stowed in your luggage for takeoff and landing. Take care, your device does not get lost within your seat. Man, if it does, please don't move your seat and let one of your cabin crew know. When not being used in flight, und device ich schon gesagt, must be switched off and disconnected from the seat power socket. London. Sorry, that was a really good one. Wie lange? 1, 2 Stunden. Don't be so hard on yourself. 1,5 Stunden schon verschickt. Smoking is not permitted anywhere whilst on board, and this includes können wir noch mal London erkunden, ey. E-cigarettes. Was ist denn passiert? Da kam plötzlich ein Tablet. Wo ist denn? Da kam mein Vater vorgerutscht und es lag ein M&M drauf. Ein gelber. So,
Charlotte ist jetzt übrigens am Flughafen in London. Gewöhnlich dran. Nein, du darfst schon anfangen. Aber und vielleicht bei mir ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass das Ei läuft, weil dann ist es zu groß. Laura mag es nämlich nicht, wenn das läuft und ich liebe das. Also es wäre geil, wenn es so wäre. Wir haben Ex-Benedict, ich mit Spinat und du mit Parmaschinken. Und ein Cappuccino und ein Kakao. Und das lassen wir uns jetzt schmecken, weil wir sterben vor Hunger. Ich habe richtig Hunger. Es ist jetzt London-Zeit. 10.25 Uhr. Also eigentlich für uns 11:30 Uhr. Ich glaube das nicht. Guckt mal, was es gibt. Zero Vanilla Coke. Ich sterbe. Mega geil. Gucken jetzt hier, ob wir irgendwie uns noch ein Energy oder sowas holen. Und dann machen wir uns langsam auf zum Gate. Unser Flug hat ja Verspätung. 11.40 Uhr sollte der gehen. Jetzt geht er erst 13.05 Uhr. Ja. Was willst du machen wohl? Hallo. Wir sitzen jetzt am Gate. In 35 Minuten geht unser Flieger. Alter, meine Wimpern machen sich so selbstständig. Und wir hatten richtig Glück gerade, weil eigentlich hat Laura uns die Plätze schon ausgesucht, als irgendwann schon vorher. Als wir das gebucht haben. Ja. Und jetzt haben wir aber gerade unsere Boarding Passes bekommen und haben voll getrennt voneinander gesessen. Richtig kacke. Und dann sind wir jetzt gerade zum Gate. Hallo? Und haben gesagt, dass wir gern zusammensitzen möchten. Und sie erst so, ja, das ist richtig voll, bla bla bla. Und jetzt, haltet euch fest, sitzen wir auf einem Zweierplatz. Ganz hinten am Klo. Zusammen. Ganz hinten am Klo, an der Küche. Geil oder geil? Zusammen, zu zweit. 11,5 Stunden. Niemand neben uns. Wir müssen niemanden wecken, wenn wir zum Klo wollen. Wir haben niemanden neben uns, der stinkt. Schnarrt. Ach, das ist mir scheißegal. Hauptsache, wir sitzen da alleine zusammen. Das ist richtig geil. Wir haben richtig Glück. Ich freue mich. Und du, Baby? Ich bin ganz schön kaputt. Bei mir geht's gerade durch den Monster. Erden. Ich nicht. Ich bleib heute hässlich. Und sehr aus wie ein eingetretenes Kellerfenster. Hm? And if you need anything, don't hesitate to ask. As always, we're here to make your flight great. Warte, wir erst mal unseren BH ausprobieren, damit es bequem ist. Übrigens gibt es richtig gute Filme hier. Maze Runner gibt's, Frozen gibt's. Dann, was will ich gucken? Ich will Happy Death Day gucken. Coco. Mal sehen, aber richtig geil. Also ich meine, die haben Frozen, Maze Runner. Gibt's Geileres? Nicht. Tribute. Und dich. Ein Nacktfilm mit dir. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Also ich weiß auf jeden Fall schon, was ich hier alles gucken will. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt starten wir gleich. Oh, starten wir gleich. So. Oh, guck mal. Oh, ist das nicht dein Lieblingsfilm? Nicht? Wie heißt der denn, den ich meine? Ja. Oh, Margos Spuren. Ja, der war nicht so gut. Nee, fand ich auch nicht so herbe. Poltergeist. Bisschen Horror? Oh, die Other. Ja, da war ich auch gerade. The Revenant, den wollte ich auch immer mal gucken. Ja, stimmt. Interesting. Oh, Schreck. Schlümpfe. Ich gucke auf jeden Fall, glaube ich, als erstes Happy Death Day. Da habe ich gerade Bock drauf. Boah, 1 Million Star Wars Filme. Fieg die Henne. Wer braucht denn das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das mögt, wenn man so Start und Landung mitfilmt und so ein bisschen vom Flug. Ich finde das richtig schön. I like this a lot. Oh, oben! Oh. Begeisterung. Oh. Oh, ich bin schon bei V. Wir nähern uns dem Ende. Drauf reicht's. Oh, Zoomania. Zoomania. Ja, cool, bin durch. Cool. Ja, ich werde einiges gucken. Hammer, ne? Die Spinner.
crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Laura, auf einen schönen Urlaub. Ja, Freude, Freude. Und ich gucke Happy Days Day. So Leute, es gibt jetzt Essen. Es ist hier mega voll gerade. Wir haben vegetarische Pasta beide. Dann haben wir so ein Brötchen. Keine Ahnung, was das ist. Käse? Ja. Kleiner Tipp, wenn das zu kalt ist, muss ich hier drauflegen. Du Fuchs. Das Brötchen ist auch immer meist kalt. Apple Crumble, Salat, Cracker, Italian Dressing, Dr. Pepper, Orange Juice und ich gucke immer noch Happy Death Day. Ja, dann guten. So, ich gucke jetzt übrigens The Revenant. Happy Death Day war eigentlich ganz cool. Fand ich gut. War aber kein Horrorfilm. War, weiß ich nicht. War ganz cool. Und jetzt mal sehen, wie der so ist. Okay, ich habe mich doch umentschieden. Ich gucke nicht The Revenant, sondern ein Disney-Film. Als hätte man was anderes erwartet. Und zwar Coco. Das mit diesem Skelett und du so. Ich glaube, sie hört mich nicht. Und was machst du so? Ich chille. Was guckst du? Ich gucke Aha. Na gut. Laura ist übrigens der ärmste Gangster. So versucht sie hier zu pennen. Ich finde dich richtig geil übrigens. Ja, Mann. Du siehst richtig geil aus. Vor allem, du hast doch keine Augenbrauen. Ja. Mega. Und hier ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Grönland. Nein. Stimmt's? Was ist das denn dann? Oder ist das eine Wolke? Dann ist es vielleicht doch nicht Grönland, sondern eine Wolke. Na gut. Sieht auf jeden Fall mega schön aus. Sieht immer so, oh, das sieht aus wie so ein Bett, als wenn man sich da reinlegt, so diese Wolken. Sieht so geil aus. Ice Cream! Und ich gucke immer noch Coco und das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Film. Ich finde ihn mega gut. Also Empfehlung von mir. Mir nicht stimmt, aber ich finde das mega herbe.
for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Cause I can fly. Wir sind mittlerweile angekommen und gelandet. Na, wir sind angekommen in LA. Ja. Und gelandet und sind auch schon bei unserem Auto. Wir haben ein Ford. Schon wieder Ford, vergessen. Oder? Natürlich ist das ein Ford. Oh, ja. Ford Fiesta oder so hat er, glaube ich, ist auch richtig fancy auf jeden Fall. Also nichts gegen mein Auto zu Hause. Ja, das ist unser Mietwagen jetzt für die nächsten 11 Tage, glaube ich. Und ich bin unser Driver für die nächsten 11 Tage. Was sagen Sie dazu? Ja. Ja? Yeah. Automatik. Wie oft bin ich in meinem Leben Automatik gefahren? 2x5 Minuten circa. Ja, wir sind jetzt schon insgesamt 22, 23 Stunden unterwegs auf den Beinen. Ich habe immer noch nicht geschlafen. Circa 15 bis 20 Minuten im Flugzeug, aber ja. So. Kann ich mich auch mal wieder melden. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen. Das hier ist unser Hotel. Gott, ich sehe grausam aus. Es war ultra aufregend irgendwie mit dem Auto zu fahren. So, anderes Land, anderer Kontinent, Automatikauto, anderes Auto, fancy Auto. Das war crazy. Wir haben direkt neben dem Hotel ein Starbucks. Und mit Drive-Thru sogar. Dann haben wir hier vorne Wiener Schnitzel. Ich drehe euch mal um. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo wir unbedingt hingehen würden, weil das brauchen wir nicht. Scheiße, der Akku ist gleich leer. Da vorne ist Jack in the Box. Da können wir vielleicht sogar jetzt hingehen. Weil ich glaube, das ist ganz geil. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Es ist jetzt, wie viel Uhr ist es? 8 Uhr, glaube ich, ne? Ortszeit. Deutsche Zeit ist es jetzt 8 Stunden später. 4 Uhr nachts. Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir fertig sind? Ja, jetzt essen wir noch was und dann gehen wir eigentlich nur noch ins Hotel. Vielleicht schnibbel ich noch ein bisschen den Vlog, aber wir machen nichts Krasses mehr. Hä? Ich noch ah ja, ja, abduschen mache ich auch. Jo. So, wir gönnen uns jetzt noch einen Burger bei Jack in the Box und dann gehen wir wieder ins Hotel. Wow, weil kaputt sind. Was ist mein Burger? Ja, dann zeig mal deinen her. Mmh. Guten. Guten. So, back in the hotel. Und ich werde jetzt mal den Vlog beenden. Das war auf jeden Fall der erste Tag. Ich werde jetzt diesen Vlog noch schneiden. Hallo. Hallo. Und dann gehen wir duschen und dann pennen, wa? Also, freut euch auf jeden Fall auf morgen. Da geht's richtig los. Und dann... Hinterlasse einen Kommentar. Bis morgen. Tschüss. Nee.